sofort. Faith, ich hab Angst. Ich laufe für Sie, Dogen. Aber Noah darf nichts davon erfahren. Du schuldest mir eine Menge Geld, Faith. Ich erwarte, dass du dein Versprechen einhältst. Jeder neue Tag birgt eine Chance. Können Sie vergeuden oder nutzen, um sich selbst und Ihre Karriere voranzubringen. Als zukünftiger Mitarbeiter eines Unternehmens Ihrer Wahl sind Ihre Möglichkeiten grenzenlos. Nutzen Sie Ihr Potenzial. Der Schlüssel zum Erfolg sind harte Arbeit und unermüdlicher Einsatz. Als Mitarbeiter wird von Ihnen erwartet, dass Sie Ihre Talente einbringen. Letzter Tag, hä? Ich dachte, du bleibst für immer hier, Zecke. Arbeit wird belohnt. Oder hättest du gern nochmal 3 Monate? Faulheit bestraft. Es wäre so einfach. Persönliche Freiheit hat ihren Platz. Na los, gehen wir. Der Tag ist noch lang. Unsere Gesellschaft erwartet, dass jeder Mitarbeiter etwas zum Erfolg seines Unternehmens beiträgt. 12 Monate Haft, sowie weitere 9 Monate für verschiedene Fälle von Insubordination. Freilassung unter diversen Auflagen bewilligt. Also, wenn es nach mir ginge... Gesetze dienen Ihrer Sicherheit. Achten Sie auf Regelbrecher in unserer Mitte. Sie müssen sich unverzüglich eine Anstellung suchen und werden ständig via Gridlink überwacht. Sollten Sie nach 14 Tagen noch ohne gültige Anstellung sein, werden Sie in einer Einrichtung in den Greylands überstellt. Verstehen Sie diese Auflagen? Lasst mich einfach hier raus. Harte Arbeit zahlt sich aus. Die Umkleide ist links, Zecke. Dogen lässt dich grüßen. Genieß deine Freiheit. Ja, und damit hallo und Herz. Herzlich willkommen. Könnt ihr jetzt mal die Klappe halten? Ich würde gerne mal Antwort machen. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play bei mir auf dem Kanal. Und auch einer Premiere. Ja, ist ja gut, Alter. Warum labern die denn hier alle? Ja, herzlich willkommen. Ich gehe mal hier in der Ecke und ein bisschen ruhiger. Wir machen einfach mal Pause. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play bei mir auf dem Kanal und auch einer riesengroßen Premiere, denn das erste Let's Play auf meinem neuen Computer. Das Ding ist gestern gekommen. Ich habe gestern Spiele runtergeladen, installiert, ein paar ausprobiert, ein bisschen geübt, weil mit Tastatur und Maus habe ich noch nie gespielt, bin ich ganz ehrlich. Und das ist alles ein bisschen ungewohnt für mich, gerade mit Maus, weil ich weiß nicht, wann das letzte Mal eine Maus in der Hand, wirklich in der Hand hatte. Nur auf Arbeit, mal auf der Wache oder so. Egal. Und ja, mein erstes Let's Play und leider eins vorneweg, ich kann aktuell nur in 1029x1080 spielen. Ich weiß jetzt nicht genau, das ist nur HD, Ultra HD. Leider kann ich nicht im 4K spielen, weil ich das Ganze aktuell über die Game Capture aufnehme und die schafft nur 1920x1080 60 FPS. Aber ich habe alles auf Hyper gestellt. Warum auch immer, nochmal Hyper. Also wirklich alles bestmöglichste Einstellung. Entschuldigung. Gerade was gegessen und getrunken. Ja, wirklich die bestmöglichste Einstellung. Ich bin sonst nicht so
noch nicht so. Ich habe mit dem Spiel eigentlich noch gar nichts gemacht. Hab's einmal ausprobiert, genau bis zu dieser Stelle. Also für mich ist das alles neu. Ich weiß, dass gleich da die Tür aufgeht. Allein schon, weil sie rot ist. Warten Sie, bis Sie dran sind, Mitarbeiterin. Hey, hier rüber. Vergiss den Bus. Ich bin Icarus. Noah schickt mich. Das könnte jeder behaupten. Du musst mir einfach vertrauen. Hier, nimm das. Ich will von der Straße runter. Ein Beatlink? Aber... Leg es an. Es muss vernetzt und kalibriert werden. Noah brennt darauf, mit dir zu sprechen. Was zum Teufel? Komm schon, wir müssen weiter. Für Sie entwickelt, der Kürze verfügt. Was stimmt damit nicht? Partner bei der Organisation Ihres Wissens Lebensfreude verbessern Sie Ihre Lebensqualität. Sieht interessant aus. Für Sie entwickelt. Mitteilung, Ihre Mittel sind knapp. Oh, das hätte ich fast vergessen. Dein Gridlink muss ab. Es verursacht die Interferenz. Und das sehen die Mitarbeiter ständig? Ja, du bist wohl nicht geläutert genug, um es zu genießen. Ich bin gar nicht geläutert. Das war's. Du bist raus aus der Tür. Dein Verschwinden wurde bemerkt. Oh. Wir müssen hier weg. Los geht's, liebe Leute. Yeah, springen. Und. Ah, nice. Los, rauf da. Wenn wir noch länger hier bleiben, wird Kasek uns beide erwischen. Ich nehme einen anderen Weg. Wir treffen uns dann weiter vor. Nice. Noah, sie ist draußen. Ich habe ihr das Speedlink gegeben und sie ist nicht mehr im Grid. Hey, bist du da? Noah? Es ist schön, deine Stimme zu hören, aber du musst weiter. Wir müssen Kasek von deiner Spur abbringen. Das ist echt doof gemacht. Da muss ich mich noch dran gewöhnen, dass das Ducken so niedrig ist. Du müsstest bald zu einem alten Lagerhaus kommen. Sobald du drin bist, sehen wir weiter. Okay. Ah, okay. Au. Aua. Also ich muss echt noch ein bisschen mit der Steuerung kämpfen, es tut mir leid. Es werden in den nächsten Tagen noch andere Let's Plays kommen und ich werde viel live streamen. Mann, ist das gerade laut. Einfach um ein bisschen zu üben. Krügersack Guardian. Klasse, ja, leichter Nahkampf. Nein, das krieg ich hin. Gib auf! Ja, wenn du dich da mal nicht überschätzt. Leichter Angriff. Hallo! Au! So viel zum Thema, das kriege ich hin. Hallo? Achso. Rechte Maustaste. Durchquere das Lagerhaus. Ich bin drin. Vielleicht kann jemand sagen, was zum Teufel hier vorgeht. Sie wollten dich in einen Greyland Food Dog schicken. Also mussten wir handeln, Faith. Die Entfernung deines Gridlings macht dich. Ich muss mal ganz kurz was an der Steuerung verändern. Ups, Entschuldigung, man kann den Sound im Hintergrund ausmachen. Tastenbelegung. Runner-Version vorwärts bewegen, rückwärts nach rechts, langsam bewegen, Aktion nach unten. Caps Lock. Das ist. Ich finde das. STRG zu weit unten ist, um. Ich habe das auch schon bei Battlefield und so gemerkt, dass das ist. Es funktioniert einfach nicht. Das ist zu weit unten. Da muss ich mit dem kleinen Finger so weit runter und ich habe mir den kleinen Finger mal gebrochen. Die Bewegung ist nicht so da, dass ich da so schnell runterkomme. Der ist ein bisschen steif. ich komme da nicht rechtzeitig hin. Das ist das Problem. Deswegen Caps Lock maximal noch. Okay. Also Caps Lock ist da echt super. So, zurück. Zurück. So. Du einer Flüchtigen. Aber wir haben einen Plan. Folge dem Runner Echo durch das Lagerhaus. Icarus wird sich auf der anderen Seite mit dir treffen.
Bis dahin sollten sie die Verfolgung auch abgeblasen haben. Ja, das funktioniert ein bisschen besser. Vorausgesetzt, du schaffst es durch das alte Gebäude. Ich bin ja mal sehr gespannt, ob die berühmte Faith wirklich so gut ist, wie alle behaupten. Da bin ich auch gespannt. Natürlich schafft sie das. Oh, dein Beatling wird währenddessen kalibriert, Faith. Achso, okay. Es wurde eine Großfahndung nach Phoenix Carpenter ausgerufen. Weiblich, jung, Gesichtstattoo. Sind doch ein bisschen hartnäckiger, als ich erwartet hatte. Phoenix Carpenter? Ja, Dogen hatte sie mit einem gefälschten Gridprint ausgestattet, als sie geschnappt wurde. Ich habe ihn als Rückversicherung in ihr Beatlink übertragen. Er könnte uns später noch nützlich sein. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gut es sich anfühlt, wieder draußen zu sein. Ja, es waren zwei lange Jahre. Aber du bist noch nicht in Sicherheit, Faith. Dein Vito ist gerade eingetroffen. Ich schätze, K-Stack meint es ernst. Ah, es fühlt sich echt gut an. Also die Steuerung fühlt sich wirklich super an. Es fühlt sich richtig gut an. Ich habe es ist leider nicht geschafft, den ersten Teil zu spielen. Ah, okay. Wobei das auch gar nicht so schlecht ist, weil der erste Teil spielt zeitlich hinter diesem Teil. Oh, das fühlt sich echt gut an. Das fühlt sich richtig gut an. Die Stadt hat sich verändert, seit du gestanden wurdest, Faith. Krugers hat das Gesetz bei der Kartelle rigoros durch. Ja, es ist im Moment bestimmt alles andere als leicht, ein normaler Mitarbeiter zu sein. Ich habe einer schon Mitleid mit ihnen. Da geht's hoch. Sie haben sich vor langer Zeit für dieses Leben entschieden, Icarus. Was labern die ganze Zeit? Leute, ihr müsst mich... Control, ich habe Carpenter gefunden. Keine falsche Bewegung! Fick dich. Entschuldigung. Toll. Er wollte einfach nichts aus dem Weg gehen. Und jetzt wissen sie, dass du hier warst. Ich hatte keine Wahl. Klar, wir müssen hier weg. Nimm besser einen anderen Weg zum Everdyne Tower. Wir trennen uns wieder. Lenken sie ab. Schaffst du es bis rüber zu diesen Rohren? Klar doch. Gut. Dein Beatlink sollte inzwischen kalibriert und deine Runner Vision aktiv sein. Folg einfach dem Rot. Wir treffen uns dann beim Tower. Gehen wir. Ach okay, das Rote ist durch das Speedlink. Ich wollte nämlich, ich habe mich schon gewundert gehabt, wer baut denn da alles rot? Die Kalibrieren, dann ist abgeschlossen. Drücke Alt, um einen Runner Vessel umzusetzen, der den Weg weiß. Okay, Alt. Ah, das war schon mal scheiße. Okay, wir haben genau 14 Minuten gebraucht, um das erste Mal zu sterben. Interessant. Drücke Alt. Entschuldigung. Achso, siehst du, ich hätte die Leertaste nicht loslassen dürfen. Ach so, okay. Au. Das war knapp. Aber volle Kanne, Mädel. Sieht schon geil aus, muss ich sagen. Ich bin so von der Grafik so begeistert, wie gesagt, ich will es mir mal in 4K oder... Noah, ich lasse hier einen anderen Weg zum Tower nehmen. K-Stack hat die Kreuzung abgeriegelt. Okay, gut. Sobald ihr da seid, habe ich eine Kleinigkeit für euch. Ups. Na? Hab ich die Taste nicht getroffen. Faith, du bist auf dem Weg zu einem Bürogebäude, das sich gerade im Bau befindet. Es ist ein guter Ort, um sie abzuschütteln. Ich glaube, dass mit den Stürzen das ist. Auf der Stelle! Wo
kommst du denn eigentlich gerade her? Ja, ja, Mama! Ich hab doch gehalten. Ich hab doch die Leertaste gehalten. Hä? Bist du bescheuert dafür? Na, warum behält die sich denn da nicht fest, die dumme Nuss? Was bist denn du für eine dumme... Ach so, weil ich da... Ah, okay. Ja, ja. Weil ich da an der Wand lang muss. Immer an der Wand lang. Okay. Kaysek hat gerade einige Einheiten im Everdyne Tower abgesetzt. Verdammt. Oh, Dave, wie kriegen wir das hin? South of Orion, Gebäude Faith. Das ist ganz in der Nähe. Icarus, du triffst dich dort mit ihr. Es ist doch schwieriger, als es aussieht. Es ist doch schwieriger, als es aussieht. Vor allem, wenn man es noch nie gespielt hat. Hier ist überall Kaysek! So, da einer seine Rutsche, die zum Orion-Gebäude führt. Hab ich. Hallo? Probier's einfach mal. Ich bin jetzt beim Orion-Gebäude. Okay, es hat funktioniert. Sieh zu, dass du auch dorthin kommst, Faith. Ich glaube, ich habe sie abgeschüttelt. Ja, hast du. Zumindest vorerst. Wie es scheint, bist du in den 2 Jahren im Knast sogar noch besser geworden. Hier ja, viel trainiert. Dass du das Orion-Gebäude erreichst. Ah, das ist echt geil gemacht. Das ist wirklich geil gemacht. Was haben wir hier? Zumindest bist du vor Sonnenaufgang hier. Wer bist du eigentlich? Seit wann gehörst du zur Kabale? Seit etwa einem Jahr. Ich bin in ihr aufgewachsen. Also hör auf, mir blöd zu kommen. Du wurdest geschnappt und du hast nur eine Menge Sorgen bereitet. Du weißt nicht, was passiert ist. Ich weiß genug. Und ich weiß, ich bin schneller und vorsichtiger als du. Faith, bist du schon bei Orion? Bin ich. Gemeinsam mit dem Neuen und seinem riesigen Ego. Schluss damit, alle beide. Uns gehen die Optionen aus. Der einzige Weg führt durch den Everdyne Tower. Und da Kaysek dort ist, müsst ihr kämpfen. Icarus. Lad die Kampfmod auf Faith Speedlink. Okay, erledigt. Gut. Faith, nutzt die Mod, um deine Kampffähigkeiten aufzufrischen. Ich hatte gehofft, es wäre nicht nötig, aber wir haben wohl keine Wahl. Keine Sorge, Noah. Ich schaff das schon. Weiß ich doch. Schließe die Kampf-Mod ab.